Willkommen in Kapitel 5 unseres Audio-Videokurses. Und jetzt geht es um Basisausstattung. Was brauchen Sie eigentlich, um eigene Lernvideos bzw. Audios zu produzieren? Ich habe Ihnen erstmal was mitgebracht aus meinem Archiv. Gebrauchen kann man das Teil eigentlich nicht mehr, aber ich möchte mich nicht von trennen. Das ist mein erster Camcorder. Habe ich vor über 15 Jahren gekauft. Der hat noch auf Kassette aufgenommen. Lang ist her. Auch ich filme hier gerade mit unterschiedlichen Kameras. Wir haben zum Beispiel hier beim Film auch einen Camcorder im Einsatz, der modernen Variante, die also auf SD-Karte aufnehmen, beziehungsweise die vor allem ermöglichen, externe Mikros anzuschließen. Oder womit wir hier auch sehr gerne filmen, so für Tiefenschärfeeffekte, ist sowas hier eine digitale Spiegelreflex, beziehungsweise eine digitale Systemkamera. Hier sind dann 4K-Videos möglich mit 60 Bildern pro Sekunde. Braucht es das, ist für Sie natürlich die ganz entscheidende Frage. Und da habe ich eine klare, eindeutige Antwort. Nein. Sie brauchen eines dieser beiden Teile. Smartphone oder Tablet. Vielleicht hat Ihre Schule Tabletkoffer oder Sie haben sogar eine 1:1 Ausstattung. Oder ganz ehrlich, Ihre Schülerinnen und Schüler haben zu einem ganz großen Teil Smartphones. Nutzen Sie diese. Gängige Smartphones, die also in den letzten 3-4 Jahren auf den Markt gekommen sind, haben derart gute Kameras. Da konnten diese alten Schmuckstücke nur von träumen, dass damit sowas möglich gewesen wäre. Wir können sehr hochwertige Videos mit Smartphone und Tablet aufnehmen. Und deswegen reichen uns diese Geräte aus. Sie müssen also nicht in eine Kamera investieren. Ich will Ihnen aber zur Nutzung dieser ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln und sehr kostengünstig bis komplett kostenlos Ihre Audios und Videos schon etwas verbessern können. Fangen wir erstmal mit dem Filmen an. Wir filmen so, im Querformat. Außer wir wollen für Instagram und TikTok was aufnehmen, dann das Hochformat. Und bei Instagram vor allem bei Stories. Aber Querformat ist die Regel. Und gerade das müssen wir eventuell unseren Schülerinnen und Schülern nochmal erklären. Wenn ich jetzt mit dem Smartphone filmen möchte und ich halte das einfach so in der Hand, passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass es auf Dauer ganz schön anstrengend. Und das zweite ist, ich zittere leicht. Das kann ich gar nicht verhindern. Ich habe ein leichtes Wackeln. Das ist nicht schön. Das heißt, definitiv mit zwei Händen ans Gerät. Am besten stützen Sie sich sogar noch an Ihrem eigenen Körper ab. Dann kann man relativ ruhig filmen. Ist auf Dauer aber durchaus anstrengend. Daher würde ich darüber nachdenken, in ein kleines Stativ zu investieren. Das kann zum Beispiel sowas hier sein. Ein kleines Handystativ. Das kriegt man für wenige Euros. Hilft aber schon, um kleine Aufnahmen zu machen. Es gibt natürlich die verschiedensten Arten von Stativen. Ein Spezialstativ ist das hier. Es ist eigentlich gar kein Stativ. Es ist eine Plastikkiste. Eine sogenannte Filmkiste. Die brauchen wir, wenn wir Legetechnik-Videos erstellen wollen. Und in dem Kapitel zu Legetechnik zeige ich Ihnen auch, was es damit auf sich hat und wie man sowas selber ganz einfach basteln kann. Solche Stative hier kennen Sie mit Sicherheit. So klassische Fotostative, die gibt es so ab 50 Euro für eine vernünftige Qualität. Nach oben ist natürlich immer viel möglich. Damit haben Sie aber einen relativ geraden Stand. Das Stativ hat sogar noch eine kleine Wasserwaage, dass ich sicherstellen kann, dass es gerade steht. Ich filme hier gerade mit einem 400-Euro-Stativ. Das sieht man dran. Nach oben ist vieles möglich. Je stabiler es stehen soll, je sicherer es stehen soll, wenn es viel im Außeneinsatz sein soll, dann kann man viel ausgeben. Von weniger Euro bis mehrere hundert oder sogar 1000 Euro. Mein Tipp aber ist, sich sowas anzulegen. Ein Selfie-Stick. Da werden jetzt einige denken, nicht ernsthaft. Ich finde Selfie-Sticks auch eigentlich ziemlich nervig, gerade in Touristenorten. Aber zum Filmen für Lehrvideos finde ich sie spitze. Denn diese haben eine Stativfunktion. Also dieses hat tatsächlich eine Stativfunktion, weil ich hier unten so ein kleines Stativ ausklappen kann. Sehr praktisch. Aber auch mit einem Selfie-Stick, der das nicht kann, kann ich wunderbar den als Stativ nutzen, und zwar als Schulterstativ. Wir legen dafür den Selfie-Stick auf die Schulter. Wir halten hier vorne zudem fest und sorgen für einen zweiten Stabilisationspunkt und mit der anderen Hand auch noch für einen dritten. Jetzt kann ich, wenn ich meinen Oberkörper drehe, sehr gut Schwenks vollziehen. Nach oben, nach unten, zur Seite.
Ich habe das Ganze relativ stabil, es liegt bequem auf und ich kann diese Position relativ lange durchhalten. So ein Selfie-Stick liegt bei ungefähr 20 Euro. Ich glaube, wenn Sie viel filmen wollen, ist das eine Investition wert. Googeln Sie da einfach mal nach, da finden Sie welche. Ich will hier keine Werbung für einen speziellen machen, da gibt es ganz unterschiedliche. Die zweite Sache, die Sie sich aus meiner Sicht unbedingt anschaffen sollten, ist sowas hier. Ein externes Mikrofon, zum Beispiel ein Lavalier-Mikrofon. Damit nehme ich ja gerade auch auf. Hier dran angeschlossen ist eine Funkstrecke, die zur Kamera führt. Man kann das natürlich auch ganz klassisch über Kabel machen. Es gibt unterschiedliche Qualitäten bei sowas. Gerade beim Mikrofon kann man wirklich von Low-Cost bis High-Cost alles finden. Aber so ein Mikrofon beginnt auch bei ungefähr 10 Euro. Und der Unterschied von einem 10-Euro-Mikrofon zu dem normalen Mikrofon, das Handy oder Tablet hat, der ist enorm. Wer ein bisschen mehr Komfort haben möchte, der kann natürlich auch ein etwas besseres kaufen. Die Verarbeitungsqualität ist dann einfach höher, die Tonqualität ist auch besser und so ein wirklich gutes Lavalier-Mikrofon mit Kabelanbindung, das liegt bei ungefähr 60, 70 Euro. Wie gesagt, wenn es mit Funk sein soll, dann wird es deutlich teurer, dann gehen wir in den Bereich 200, 300 Euro ganz schnell hinein und auch hier ist nach oben keine Grenze gesetzt. Bedenken Sie, dass Sie hin und wieder für dieses Mikrofon auch noch Adapter brauchen. Das kann sowohl von einem TRRS auf ein TRS-Kabel sein. Was das genau ist, finden Sie unter dem Video. Oder auch Kabel zum Beispiel hier, um es ans iPhone anzuschließen oder an andere Geräte mit Lightning oder USB-C. Wenn Sie vor allem Audios aufnehmen wollen, kann auch die Anschaffung so eines Audioaufnahmegeräts interessant sein. Ein Audiorekorder, der auf eine SD-Karte aufnimmt. So kleine, kompakte, aber sehr hochwertige Geräte beginnen bei 100, 150 Euro. Auch hier ist nach oben natürlich keine Grenze gesetzt. Aber wenn Sie viel aufnehmen wollen, ist das durchaus eine Anschaffung wert. Ansonsten ist beim Audio noch das Tipp, unbedingt Kopfhörer nutzen. Gerade wenn Sie das Audio sich anhören wollen, ob das gut war von der Qualität. Das muss nicht wie hier ein Studio-Kopfhörer sein. Darüber ist es natürlich wirklich top. Aber auch einfache Handy-Kopfhörer für wenige Euro tun hier ihren Dienst. Es hilft aber einfach einzuschätzen, wie gut die Audioqualität ist. Letzte Sache, die ich hier habe, ist Licht. Wir können mit externem Licht arbeiten, zum Beispiel so einem Ringlicht. Die gibt es auch für kleines Geld. Das hier ist jetzt auch auf dem Stativ. Es gibt auch welche, die man direkt an ein Handy anschließen kann. Die gibt es in aller unterschiedlichen Größen. Wenn Sie eins kaufen, würde ich darauf achten, dass man die Farbtemperatur wechseln kann. Sowohl also von einem Kunstlicht, was eher gelblicher ist, hin zum Tageslicht, was eher weißlicher ist. Aber Sie können ganz ehrlich auch mit Tageslicht arbeiten. Dafür muss das Wetter durchaus passen. So ein leicht bedeckter Tag ist eigentlich ideal zum Film, gerade wenn man draußen ist. Probieren Sie das aber einfach aus. Welchen Unterschied macht es, wenn Sie zum Beispiel die Deckenbeleuchtung an- oder aus haben? Sie sehen also, für relativ wenig kann man schon ganz viele Effekte erzeugen. Ein kleines Stativ und ein externes Mikrofon, das würde ich mir an Ihrer Stelle anschaffen. Schauen Sie mal beim Händler oder Online-Händler Ihrer Wahl, hier werden Sie definitiv fündig. Unter diesem Video habe ich noch drei Spezialvideos Ihnen erstellt. Es geht einmal um das Thema Teleprompter. Da zeige ich, wie man ein solches Tablet zu einem Teleprompter bekommt. Es gibt ein Video zum Thema Greenscreen als eine Sonderausstattung. Und ich habe hier eine kleine Studiotour gemacht. Also ich bin hier in unserem Filmstudio an der Ruhr-Uni aus der Lehrerbildung. Ich bin hier in einem 20 Quadratmeter Raum, der aber für diese Zwecke hergerichtet wurde. Und ich zeige Ihnen mal, welche Ausstattung wir hier haben und wie diese Videos, die Sie gerade sehen, entstanden sind. Ich glaube, beim Bereich Equipment, zumindest bei mir ist das so, kommt immer so das innere Kind wieder raus. Es macht Spaß, die Dinge auszuprobieren und das empfehle ich Ihnen auch. Testen Sie mal unterschiedliche Dinge aus. Und wenn Sie sagen, ich will da nicht direkt Geld für ausgeben, dann bietet Ihnen das Land Niedersachsen verschiedene Möglichkeiten, Equipment auszuleihen. Informationen zu deren Medienstudio finden Sie unter Video.